Hey Leute, ich bin der Bulli und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier um 20 Uhr. Und jetzt nochmal ganz kurz der kleine Hinweis. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon alle gesehen. Ich werde heute live streamen ab 20.45 Uhr. Da werde ich den Stream anschmeißen. Ich hoffe, mein Internet hält aus. Auch wenn es jede Woche Freitag das Problem ist, Freitagabend, dass mein Internet rumlaggt, rumspackt. Ich hatte euch vorgeschlagen, dass ich vielleicht den Stream am Samstagvormittag mache, aber ihr wart in der Mehrheit dafür, dass ich trotzdem Freitagabend streame. Dann drücken wir einfach mal alle die Däumchen, dass das Internet aushält. Und genau, bevor ich jetzt hier anfange mit den Skillspielen etc. mit Versus Angriff, ich kann ja das Pack im Hintergrund mal öffnen, jetzt hier das Elite-Pack vom Versus Angriff-Modus. Habe ich noch eine Frage an euch, nämlich das stand öfters auch mal unten in den Kommentaren. Ob ich noch FIFA 19 Ultimate Team auf der PlayStation spiele, ob ich noch PlayStation spiele und so weiter. Die Antwort lautet eher nein, aber hättet ihr mal Lust auf ein FIFA 19 Ultimate Team Video? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Keine Sorge, FIFA 19 auf der Konsole wird jetzt nicht jeden Tag kommen, aber so ein bisschen reinschnökern hätte ich vielleicht auch mal wieder Lust. Mal gucken, was sagt ihr dazu? Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab. Ja, stimmt mal ab, soll ich am Sonntag, ich würde sagen am Sonntag um 8 Uhr, Leute, am Sonntag um 8 Uhr oder Sonntag 7 Uhr werde ich dann ein FIFA 19 Ultimate Team Video machen. Wenn ihr es wollt, dann können wir uns mal mein Team angucken. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Premier League Team mit Salah und so, auch wenn ich halt absolut, ich habe die letzten Monate überhaupt nicht gespielt, Leute, überhaupt nicht gespielt. Wenn ich was gespielt habe, dann ist es FIFA Mobile gewesen. Epax Trader, gib es doch zu, du warst einfach zu schlecht in FIFA Kappa. Was? Wer bist du denn? Heute Abend startet ja auch noch gleichzeitig das Champions League Halbfinalturnier. Sprich, man kann sich wieder ein paar Punkte erspielen mit seinem 100er Gesamtteam. Und diese Woche ist, glaube ich, der beste Tottenhams Heung-Min Son mit 97. Nicht interessant für mich, könnte man, wenn man sich den holt, könnte ich mir den holen, um den dann zu verkaufen. Aber mehr Sinn sehe ich da auch nicht, weil den würde ich nicht spielen. Genau. Oder ich halt bin immer noch am Überlegen, ob ich meine ganzen Champions League Halbfinalpunkte eventuell einsetzen soll, um wieder Skillboost zu holen. Weil die Skillboost-Karten bringen einen halt richtig, richtig gut voran. Und ja, die Skillboost-Karten bringen auch einen schneller nach vorne mit der Gesamtbewertung, als wenn man sich einen Spieler holt und den dann, und der dann vielleicht für den ersetzten Spieler gar nicht besser ist, sondern gleich stark oder vielleicht noch schlechter. Deswegen überlege ich mir, ob ich vielleicht sogar die Skillboost-Karten da hole und keinen Spieler. Es sei denn, ich habe genügend Punkte für Salah und Salah kostet irgendwie 20, 30, 40 Millionen Münzen, dann würde ich mir dann doch lieber Salah holen und den würde ich dann halt verkaufen. Oder vielleicht sogar spielen mit Ronaldo im Sturm und dann würde ich 4-2-4 spielen. Das wäre auch eine Variante. Genau, Champions League Event haben wir jetzt erstmal durch. Wir können noch das Liga-Helden-Event spielen. Aber ansonsten werden wir dann reingehen in Versus Angriff. Machen wir heute mal ein paar Spiele mehr, würde ich sagen. Liga-Helden-Start. Ich glaube, selbst wenn ich alle drei Übereinstimmungen habe. Ach nee, dann kriege ich 4 Punkte, okay. Dann könnten wir es vielleicht doch noch schaffen, den ersten Spieler hier heute zu holen. Aber dafür müssen wir erstmal die Skillspiele machen. Die Inform-Packs, natürlich wird es die auch geben. Oh, hier nochmal das gleiche. Wie eben beim Champions League Event. Und der hält den Ederson. Was für eine Maschine. Und wieso schießt eigentlich Carvajal die Freistöße? Und ja, das habe ich auch schon oft gesagt, aber es ist einfach so. Wieso kann man das nicht einstellen? EA, das ist doch so eine Kleinigkeit, so ein Taktikmenü einzufügen. Freistöße, Ecken, Elfmeter. Das reicht ja schon. Und Trikotnummern wären auch cool, weil dann spielt mein CR 8 nicht mehr mit der 8, sondern mit der 7. So, die Mauer haben wir auch kaputt geschossen. Und dann gehen wir noch rein ins dritte Skillspiel. Jawohl, Liga NOS, Bundesliga. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich, lasst mich raten, Serie A. Ich sag's euch, was muss ich jetzt noch machen? Ach, dieses Event, das haben sie angepasst. Wahrscheinlich hat EA meine Videos gesehen und gesehen, ja, guck mal, der kürzt immer ein bisschen ab. Und deswegen muss man jetzt durch jeden, durch jede markierte Stelle rennen. Vorher konnte man ja da durch zwei Dinger, musste man ja nicht unbedingt rennen, sondern man konnte auch einfach vorbeipacen und dann hat man das Event trotzdem geschafft. Jetzt muss man aber da durchgehen und ich kriege Liga NOS, sprich ich bekomme 3 Punkte.
Punkte, also zwei Liga NOS und ein Bundesliga, ne? Genau, zwei Liga NOS und ein Bundesliga. Und dann kriege ich noch oben drauf Radosav Petrovic von Sporting Lissabon. Sporting. So, dann gehen wir mal rein ins erste versus Angriffsspiel. Was hat der Gegner für eine Mannschaft? Schauen wir mal. 106, oh, Miro Klose, Frank Lampard und ein Rio Ferdinand als Linksverteidiger. Okay, habe ich auch noch nicht so gesehen. Wieso er den nicht einfach als Innenverteidiger spielen lässt? Und halt links einen, halt einen regulären Linksverteidiger. Weil auf die 120 Chemistry kommt er ja so oder so. Mit drei Icons, Zanetti, Klose und, ja, Ferdinand. Das sollte er dann locker easy schaffen. Komm, Ronaldo hoch. Und auf Neymar, Jawolski, Faust in die Face, gibt 2-0. Und Ronaldo, 3-0. Sieht gut aus, dass wir jetzt hier direkt das erste Spiel gewinnen. Vielleicht packen wir auch direkt die 10 Tore, weil dann können wir sofort jetzt hier nach diesem Spiel schon die Inform-Packs öffnen, weil die 10 Tore müssen ja jeden Tag sein. Die 10 versus Angriff-Tore, um, ah, was ist das für ein Keeper wieder? Um die Quest halt ab, aufzu, nicht befüllen, sondern um die Quest zu lösen. Alter, was für ein Keeper, Junge. Holy shit, Mann. Nein, ich wollte nicht den Scoop turnen. Auch jetzt ist jetzt, ja, vollkommen klar. Es ist vollkommen klar. Habe ich nicht 4-1 geführt sogar? Ich bin einfach zu dumm, hier die Tore zu machen. Danke, Neymar. Und hoch damit. Neymar, Messi. Lionel Messi, 6-4. Ja, wir werden wohl reingehen in noch ein versus Angriffsspiel, aber kein Problem, ich wollte ja heute eh ein paar mehr machen. Aber das Spiel würde ich schon noch gerne gewinnen. Alter, ich glaub's nicht. Freistoß, Messi macht ihn nicht. Der Keeper, Junge, was ist das für ein Keeper? Aber ein Glück gewinne ich trotzdem das Spiel, Leute. Ein Glück, Faust in die Facecam, holy shit, ey. Also das muss ich mir im Nachhinein nochmal angucken. Ihr habt jetzt gesehen, welchen Keeper der Gegner hatte. Ihr könnt ja einfach zurückskippen, zurückspulen. Spuli. Let's go. Nächstes versus Angriffsspiel, weil uns fehlen einfach die Tore. Uns fehlen die Tore. Was ist da los? Auf geht's. Und es lädt wieder lange. Leute, auf solche Ladezeiten könnt ihr euch heute schon im Stream freuen. Da werden wir sicherlich das ein oder andere Mal wieder rausgekickt oder der Stream hängt wegen dem Internet. So, was hat der Gegner? 107. Oh, Lewandowski, Reus, ein geiles Bundesliga-Team. Feier ich. Bundesliga-Team und der Gegner ist wahrscheinlich nicht mal ein Deutscher. Felipe 11, Liga Elite Latinos. Hört sich eher an so wie ein, ja, Felipe, Portugiese, Spanier. Irgendwie so in der Richtung. Aber gewinnen möchte ich trotzdem. Ich möchte dem Gegner zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Komm, Paulette. Nein. Ja. Ronaldo. Chrissy 7, CR 7. Nee, C8. Leute, stimmt ja. Ja, ist ja nicht mehr CR 7 bei uns, sondern C8. Hier ist er. CR8 mit dem Elfmeter. Besser kann man den nicht machen. 3-1. Aber wir haben ja im Spiel davor gesehen, man muss konsequent eine Minute lang die Tore machen, nee, nicht eine Minute lang, sondern eine Minute und 30 Sekunden konstant die Tore machen. Ansonsten kann es ganz schnell gehen und der Gegner ist wieder dran und gewinnt am Ende vielleicht noch. Messi Freistoß, 6-3. Perfekt, Ronaldo 7-3. Und das kann es eventuell schon gewesen sein. Ronaldo, der Keeper ist auch nicht so stark wie der Keeper davor. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Hätte ich so aufs Tor geschossen bei dem Keeper davor, hätte der Keeper den gehabt. No joke, true story. Messi jetzt hier nochmal mit dem 10. Tor. Das Ding ist durch. Das zweite Spiel können wir auch für uns entscheiden. Und ja, würde ich sagen, Inform-Packs gibt es auf jeden Fall noch, Leute. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass ich heute Glück habe, sondern wir können ja sogar drei Inform-Packs öffnen, weil das 175er Wochen-Inform-Pack habe ich auch noch. Weil 175 Punkte, heute ist der zweite Tag, habe ich 200, also locker, flockig, zackig, knackig, let's go. Gehen wir hier rein in die Quests
Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr im Stream dabei seid, Leute. 20.45 Uhr startet der. Solltet ihr diese Folge erst Samstag oder Sonntag sehen, der Stream war am Freitag. Also, bam, bam. Dann noch das letzte und dann können wir anfangen mit den drei Packs. Und ich starte mit dem, ich starte mit dem 175er. Schauen wir mal. Ich skippe direkt und wir ziehen den Carlos Ruiz. Und ich glaube, der Designer hat hier was falsch gemacht. Der Designer hat den Kopf von Carlos Ruiz nicht, nicht in Höhe und Breite skaliert, sondern nur, wisst ihr, der Kopf ist irgendwie so zusammengedrückt worden. Also kommt mir auf jeden Fall so vor. Carlos Ruiz, let's go. Nächstes, ich hoffe, in den Tagespacks habe ich mehr Glück, jawohl, in vom Spieler Isda. Ja, 12 Playoffs im Month-Punkte. Es ist Andros Townsend. Townsend, okay. Immerhin den Elite-Spieler, Leute, nimmt man natürlich gerne mit. Also ich nehme ihn auf jeden Fall gerne mit. Und vielleicht haben wir ja noch einen. Wir haben sogar noch einen, Leute. Zwei Inform, drei Inform-Packs, zwei Informs. Besser kann es noch nicht laufen. Okay, das ist ein 80er. Das ist leider nur ein 80er, Pedro Mendes. Aber vollkommen egal, Leute. Zwei Elite-Spieler können wir schon mal abhaken. Wir gehen mal direkt rein ins Team der Woche Event. Weil das sieht doch bestimmt jetzt schon gut aus. Wen kann man diese Woche als... Ja, Hazard. Hazard 91. Vier Informs kann ich auf jeden Fall bekommen. Das heißt, ich muss während der Woche jetzt hier noch 5 bekommen. Einen bekomme ich auf jeden Fall auch noch. Also 4 muss ich noch bekommen. Weil das 750er Pack, da kriege ich auch noch mal einen. Also geil, Mann. Geil. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Ich bin jetzt hier raus. Haut rein und tschüssi.